Hallo und herzlich willkommen zurück zu State of Decay 2. Und wir sind zurück, nachdem wir beim letzten Mal uns quasi um ein paar Leute gekümmert haben, einen dazu geholt haben und noch ein paar Ressourcen geholt haben. Können wir jetzt erstens gucken, ob wir vielleicht einen Garten errichten könnten, um quasi dafür zu sorgen, dass wir Essen produzieren. Und zwar, wir können einen Garten machen, das ist perfekt. Okay, bauen wir einen Garten und ich wollte gucken, da wir jetzt diese Waffenquests haben, ob wir vielleicht das herstellen können. Okay, Mama. Weil dann nehmen wir genau das mit und werden dann versuchen, das zu verkaufen, weil das bringt uns wirklich einen Haufen Geld. Okay, wir haben einen neuen Infektionsherd, den sollten wir vielleicht beseitigen. Erstmal hier. Was haben wir hier alles? Wir haben Zeug. Wir haben Handelszeug, das nehmen wir mit. Wir haben das Ballen, wir haben das Seuchenschutz, Seuchenheilmittel, das brauchen wir nicht. Die Beutesammler. Da brauchen wir Hilfe. Ach, da unten. Ja, nö, die kann warten. Ja, war das? War das die, die wir zufälligerweise mal zurückgelassen haben? Keine Ahnung. Wo ist denn Niki? Hier. Lass mal reden. Das sind ein paar Waffenhändler im grünen Ziegelhaus, die sich die Ausgestoßenen nennen. Sie haben einen großen Vorrat an Waffen, die höchstwahrscheinlich alle gestohlen sind. Reise zum grünen Ziegelhaus. Da. Mit ihren Horden von Waffen zu konfrontieren. Ich glaube nicht, dass das gut für mich ausgeht. Deswegen gehe ich auch alleine. Wir haben eine Waffe, wir haben Zeug zum Handeln. Also eigentlich konnte man mit denen handeln, aber ich dachte mir, die machen mal eiskalt kalt und ja. Danach hatte ich zwei Tote zu beklagen, deswegen fahren wir lieber einfach so hin. Und gucken, ob wir wirklich was anbieten können. Da, dann da links und dann rechts. Und jetzt rechts da vorne. Driften. Sup. You're welcome to enter, but watch your step. Locken wir mal ein paar Zombies hier rein. Vielleicht werden die ja gefressen. Alter. Not a chance. Okay. Mit wem soll ich sprechen? Mit ihm. Leffet. Die Ausgestoßenen, wenn du Waffen willst, musst du den Marktpreis zahlen. Ihr nutzt verzweifelte Menschen aus, macht uns einen fairen Preis und wir kommen ins Geschäft. Wir haben ein besseres Angebot. Gib mir die Waffen und behalte dein Leben. Is not happening. Geh nach Hause und unternimm nichts gegen diese Hamster oder konfrontiere Levet. Bye. Es könnte sehr, sehr, sehr schlecht ausgehen, deswegen warte mal. Wir probieren es anders. Leider habe ich jetzt quasi sehr viel im Inventar, obwohl so viel ist es auch nicht. Wir haben keine Zombies mehr, oder? Ja,
Das wird so asozial, ne? Fuck, wir haben viel zu viel getötet. Es lohnt sich nicht mehr. Jetzt muss ich wieder Leute zusammensammeln. Wir müssen Zombies sammeln und dann locken wir die zu dem Haus und gehen rein. Zwei reichen nicht. Oh, die sind geil. Fuck, das ist doof. Aussteigen. Komm, das Ding muss doch wieder normal ver... Ja, perfekt. Ist der Cockin? Okay. Ich muss die locken. Ich bräuchte alle. So, jetzt. Sie müssen alle mitkommen. So, jetzt lass mich hier reinlocken. Mist. Wir haben wieder Leute verloren. Ah. Ich brauch die Leute von hier oben. Sind noch vier Leute. Ist nicht genug. I hear lots of people bad-mouthing the army. Calling them cowards. The army I know, the soldiers I served with, they would never just leave people behind. But until we understand what really happened, know that Red Talon is here for you. Sounds to me like we might not be as alone out here as we thought. Have you been well? Later. Miss. Ich weiß nicht, ob man die töten können.
Die sind relativ gut bewaffnet. Ich weiß nicht, ob ich die schnell genug töten kann. Say your prayers, asshole. That was the sound of my last shot. Fuck, lauf! Ich überfordere dich jetzt, mein Freund. I don't think you should be creeping around here. Let's calm down and take a beat, okay? I really don't like you pointing that at me. Ja. Something like that would happen. Jetzt hat er kassiert. Alter, was hat der bitte dabei gehabt? Boah, Gott, ey, warte mal. Eine Scar. Ein Brechhammer, eine Granate. Ne, noch mehr Granaten. Und einer ist jetzt übrig geblieben. Und jetzt haben wir eine Waffe. Nehmen wir mal mit. Der eine hat ja sofort kassiert. Also probiert hat, da irgendwelche Scheiße abzuziehen. Ja, der blau, weiß, grün. Mit seiner MP5K. Klappspaten. Oh, wir haben endlich, wir haben den kleinen Garten. Wo ist die Alte hin? Lass mich gehen, ich mache einen guten Preis für die Waffen. You know, you didn't have to do that. We now have more weapons and fewer enemies. This is the road to peace. Ziel Vector. Really just say that? No way I can fit this. Was? Okay, warte mal, wir lassen das hier, wir lassen das hier. Dafür nehmen wir die Vector mit. Da ist nicht den ultraleichten Rucksack. Fischhaken, zivile Vector. Ultraleichter Rucksack und Fischhaken. So. Gut so. Hätten wir das geklärt. Warum nicht gleich so? Das müssen wir erst wieder alle irgendwie da einen Kampf machen. So. Als nächstes werden wir dann einen anderen. Oder wir machen wieder unseren. Nee, Sheriff ist ja. Als unser. Oh, hallo. Oh, Mist. Warte mal, hier ist ein solchen Herz. Wo kommt das her? Oh, ich war schon in die falsche Richtung. Wir fahren schon in die falsche Richtung. Okay, Anfängerfehler. Okay, da gehen wir als nächstes hin. So heißt hier driften. Wir kommen gleich zu denen. Davor würde ich noch gern nochmal zurück in die Base fahren. Den müssen wir tauschen, der ist verletzt genug. Ich wollte ja eigentlich handeln, aber naja. Hat er sich ausgehandelt. Bin wieder da, Leute. Wir sind voll, gut. Der hat voll kassiert gehabt, ey. Ach. Werden wir schon nicht. So. Wir haben Waffen dabei, Leute. Er muss eh Pause machen, der ist raus. Guck mal, wir haben was hochgemacht bei dem. So. Leute, wir gehen hier rein, holen den Rest noch raus. Dann ist eine Horde. Die haben wenig Medikamente. Gut.
Wir müssen mal Munition für das Ding. So. Dann packen wir den Rest weg. Wen haben wir denn jetzt? Ich gehe mal auf Gemeinschaft. Handwerk. Wir können spezialisieren. Stellt meisterhafte Nahkampfwaffen her, ersetzt Ersatzteile aus erstellt Ersatzteile aus Materialien, schaltet Schwerlastlager frei, stellt Lageranlagenmods her, stellt Materialien aus Ersatzteilen her. Ich bin für Waffen. Gut. Die haben wir jetzt spezialisiert. Können wir bei ihm was? Ja, Karikato, Wanderer, erhöhte Tragkraft Mama. Er ist bald auf Führerschaft hoch, das ist gut. Was mit ihr? Hat die sowas? Nein. Also unwichtig. Hat die sowas? Nein. Ist also auch nicht so wichtig. Er hat auch keines, aber ein Händler. Ich kann mit ihm erstmal weitermachen. Da kann ich das andere verbessern, wie zum Beispiel das und halt Geistesgegenwart. Was auf jeden Fall ein Vorteil sein sollte. Hohe Erwartung. Obwohl, ja, ist halt schon so weit wie... Ich bin halt der Meinung, wir sollten auch die anderen verbessern. Deswegen gehe ich mit Gavin los. Gavin, du... Mit den Materialien. Basis. Wir haben jetzt Lebensmittel. Lebensmittel pro Tag eine. Ja, das könnten wir auch eigentlich auch machen. Hier. Mods. Ich kann nicht das überall einbauen, egal. Hier. Erträge verbessern. Mach das mal. Bessere Erträge sind immer gut. Wir haben eine Schrotflinte, die leider kaputt ist. Wow, das war gut. Wie komme ich hoch? Ich brauche den Weg gerade. Okay, hier lang. Was ist los, Leute? Wir haben... Ach nee, hier bin ich falsch. Hier drüben. Waffen. Den geben wir jetzt ab sofort das Hartes. Ihr werdet den Bröschhammer kriegen. Die geben wir weg. Dafür holen wir uns... Welchen Rucksack haben wir noch? 7, nimmer. 6 Pfund, also 6 Pfund. Dann nimm bitte... Oder warte mal, hier? Nee, den hier. Deine Schrotflinte ist fast kaputt, ne? Geben wir das weg. Wir können ja sowas hier gerade mitnehmen. Oh, den Revolver. Obwohl, wir nehmen einfach erstmal... Nee, warte mal. Der nimmt ausgerechnet die Munition, die wir eigentlich brauchen. Warte mal. Dann gehen wir hier rüber. Gehen wir hier dran und sagen, stellt mal Munition her aus dem, was wir haben. Dann gehen wir mal bis 6 runter. Okay, wir gehen bis 5. So, jetzt aber. So, ein paar Patronen. Die legen wir mal ins Inventar. Ich kann hier aber eigentlich nicht, ich will eigentlich die Schrotflinte nicht kaputt machen. Nimm mal die mit. Wir haben jetzt genug Money dafür. So, leg das weg. Kannst losgehen. Gehen wir mal erstmal die hier wegmachen. Wie viel haben wir noch? Ach, geht. Wo sind sie denn? Echt eine krasse Horde. So. Gehen wir mal hier rüber. Und gucken mal, was die hier drüben wollen. Hier ist Benzin. Oh. Hier ist ja verletzt. Steven. Macht mal hier was, Leute.
Okay, ist Hollywood. Ob das eine Anspielung ist? Wir haben Benzin, das nehmen wir gleich mal mit. Ja, Munition, du geh mal weg. So. Ich kann nicht immer jedem helfen. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ups. Dass ich hier was mit dieser Organisation mache. Erstmal hier auftanken. Gartenbau ist besser geworden von uns. Perfekt. Bessere Erträge sind wichtig. So, jetzt nochmal zu euch. Wer will was von mir? Du da oben. Tony. Unser dienlicher Lehrling Steven hat unseren Wagen verschrottet und uns abgehauen. Als eine Horde aufgetaucht ist, kannst du uns helfen, den Packsack mit Autoteilen zu holen, den er zurückgelassen hat? Ja. Wo müssen wir hin? So you're like a car mechanic or something? Yeah, that's right. I just want to set up shop and get some of the busted cars around here working again. Gotta do something, right? Uh-huh. Haben gefunden. Man, the truck is trash. So. Hätten wir das geklärt. Hier sind die Ersatzteile drin. Komm mit. Obwohl, warte mal, wir gehen mal hier noch reingucken, wenn wir gerade hier sind. Nice. Okay, die Waffe ist fast wieder leer. War ein bisschen viele, da hab ich vielleicht doch lieber die Waffe gezogen. Tony! Ich helfe gern, gute Mechaniker zu haben, wäre zweifellos nützlich. Gut. Automechaniker. Wir müssen ihn definitiv bald anheuern. Warte mal, hat er irgendwas zum Handeln? Was hat denn der? Ach, er hat Sack mit Materialien, gut zu wissen. Tony, der ist wirklich hilfreich. Automechaniker, ziemlich gut. Steve, wie sieht's mit dir aus? Hast du so... du bist schlecht. Das war böse. Und was bist du? Auch nur ein Mechaniker. Also Tony, du stehst auf meiner Liste von Leuten, die vielleicht eine Zukunft bei mir haben. Übernimm die Kontrolle über Jeffy und er will einfach bloß solchen Herzen kaputt machen. Was haben wir hier noch? Wir haben hier jemanden, der Hilfe braucht, anscheinend. Okay, wir holen den und dann fahren wir zu dem komischen Seuchenherden und machen mal ein paar Seuchenherde weg. Ist ja schlimm hier. Viel zu viele davon. Mal gucken, mit was das hier ein Problem hat oder der. So, hier rum. Schon unterwegs. So, sprich mit was auch immer Elsen. Danke, könntest du den Rücken freien, während ich hier zum Ende plündere und ich werde mich erkenntlich zeigen, ja.
geht eh noch ein Baseballschläger. Bevor der da komische Sachen macht. Weg mit dem. Leider habe ich jetzt wirklich fast überhaupt keinen Schuss mehr. Wenn dieser Screamer mich sieht, ist es bad news. Screamer. Noch einer. Ich hab schon keine Munition mehr. Nee, ich bin gerade anderen Leuten am helfen. So. Tür wieder schließen. Kommt schon wieder einer. So, reicht jetzt aber auch. Lass reden. Jederzeit. Du was zu essen. Mach los. Schnupft. So. Wir hauen wir ab. Wir könnten hier unten noch helfen. Helfen wir unten noch. Aus. Ich kann bloß nicht mehr schießen, also. Was immer passiert, sobald es zum Schusswechsel kommt oder ich Schützenhilfe geben muss, ist vorbei. Hinter mir ist ein Biester, da ich jetzt keinen Lust drauf, deswegen fahren wir einfach mal. Also wir sind relativ nah. Ich komme nicht rein. Oh nein. Das Ding hinter uns ist Erschrecken. Nennt sich Tobsüchtiger. Ach, danke. Der hätte uns Probleme machen können, also richtig. Wo bin ich denn jetzt zum Teufel? Hallo? Tyler! Tyler hat eine Waffe. Ich habe meine alte Heimat bei der riesigen roten Scheune fluchtartig verlassen und mein klassisches Modell 870 dort vergessen. Du bekommst das, wenn du mir hilfst. Jawohl. Wo müssen wir hin? Könntest du auch Deutsch sprechen? Oder eine andere Sprache, Englisch, das in Deutsch übersetzt wird? Oder überhaupt Englisch, selbst das wäre nicht so schlimm. Ach, da oben, okay. Okay, ich würde sagen, statt mit dem da hinzufahren, machen wir ein paar Seuchenherde mit dem. Das alles erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.